Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es kam vorher der Begriff Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Stellen Sie sich vor, niemand hätte den amtlichen Anzeiger gelesen. Dann wäre jetzt die Rechtslage so, wie sie ist, aber die Überschwemmungsgebiete wären falsch ausgewiesen, de facto. Was ja die BSU jetzt schon zugegeben hat. Und ich kann Ihnen auch sagen, unter anderem warum. Nur stationäre Berechnungen zu machen, das ist Wissenschaft aus den 60er Jahren. Das kann ich Ihnen einmal so sagen. Und Gewässer sind auch nicht eindimensional, so wie auch die Politik nicht eindimensional ist. Gewässer sind normalerweise dreidimensional, wie die Welt auch dreidimensional ist. Und sie ist sogar vierdimensional, wenn man den zeitlichen Verlauf mit einbezieht. Und das sollte man auch tun, nämlich ob ein Gelände 1 Zentimeter für eine Sekunde innerhalb von 100 Jahren mal überschwemmt wird und daraus dann abgeleitet wird, dass auf diesem Grundstück nichts mehr verändert werden darf, dann denke ich mal, das wäre ein Hohn gegenüber denjenigen, die auf diesen Grundstücken wohnen und dort eben auch Eigentum besitzen. Und wenn Sie jemandem weismachen wollen, dass der Wert eines Grundstückes und eines Hauses in einem Überschwemmungsgebiet nicht geringer wird, wenn dieses Haus in einem Überschwemmungsgebiet liegen wird, wenn es neu definiert wird. Dann glauben Sie vielleicht im Ernst, das können Sie ganz einfach überprüfen, versuchen Sie dieses Haus zu verkaufen oder versuchen Sie die Hypothek abzuändern beziehungsweise einen anderen Kapitalgeber zu finden, dann werden Sie sehen, dass es das dem so ist. Und deshalb ist der Staat auch verpflichtet, nachzuweisen, dass dieser Eingriff wirklich notwendig ist. Und dieser Staat hat durch seine eigenen Planungen die viele Bereiche in dieser Stadt versiegelt. Ja, und damit ist die Allgemeinheit auch unter anderem verpflichtet, dort Alternativen aufzuweisen. Und wenn wir sogar Vorschläge machen, wie man das kostenneutral macht, indem man Hochwasserschutz und die Maßnahmen zur europäischen Wasserrahmenrichtlinie zusammenpackt, ja, ein Nullsummenspiel, damit aber vielen Leuten viel helfen kann. Und das hier einfach in der Bürgerschaft abzubügeln. Das ist nämlich SPD-Politik 2014. Ich hoffe, dass 2015, 16, 17, 18 eine andere Politik hier in diesem Hause herrscht. Vielen Dank.